Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen. Ich habe mehrere Sachen gekauft. Ich kann euch das jetzt erstmal so zeigen. Hier war eine LED-Beleuchtung drin. Die habe ich hinter der Wand, also nicht LED-Beleuchtung, eine Wi-Fi-Connect-Dingsbums-Gedöns, was ich an ein Lichtband anbauen kann und dann kann ich das über Alexa steuern. Funktioniert auch, man kann so ja sagen, orange, dann macht's orange, lila macht's lila, schwarz macht, ne, schwarz gibt's nicht, aber blau macht's blau, rot macht's rot, grün macht's grün. Funktioniert super. Habe ich bezahlt, 11 Euro. Habe ich jetzt erstmal, eigentlich habe ich es nur zum Testen gekauft, ob das klappt, weil dann kann ich die anderen LED-Bänder auch alle nachrüsten. Also hinterm Fernseher und das, was hier oben um den Fernseher rum ist, dass ich sagen kann, Wohnzimmer, Schrankwand an, Schrankwand aus und Fernseher an, Fernseher aus. Also in der Fernseher werde ich lieber nicht nehmen, LED-Fernseher oder so. Nee, muss ich gucken. Weil ich habe Probleme, Wohnzimmer an, also wenn ich sage, Alexa, LED-Wohnzimmer an, dass sie das LED manchmal überhört und dann macht sie nur Wohnzimmer an oder Wohnzimmer aus und das ist die Soundbar. Und das ist halt nervig. Aber sonst funktioniert das echt gut. Link mache ich euch in die Beschreibung. Bezahlt habe ich 11 Euro ein paar zerquetschte. So, was haben wir denn noch? Achso, das war ja dann nur noch der Wecker. Den Karton, den ihr hier seht. Nicht in weiß, sondern in schwarz habe ich mir den Wecker geholt. Den werde ich euch gleich mal zeigen. Den habe ich nämlich jetzt... Sieht man jetzt nicht durch den fetten Kater, glaube ich. Wartet mal, so. Doch, ich kann ranzoomen. So. Oh, ich glaube, ein bisschen Sturm kommt, Hase. So, da sieht man so ein bisschen Wecker. Und der fette Kater liegt halt davor. So. Den habe ich mir nämlich geholt, weil meine Frau immer gemeckert hat, wenn ich gestreamt habe, also irgendein Spiel gestreamt habe und das ein bisschen länger gegangen ist. Also ich habe gesagt, ich mache eine Stunde und dann sind es mal 3 Stunden geworden. Oder ja, ich mache bis 22, 23 Uhr und dann habe ich bis 1 gemacht oder so. Nee, bis 4. Bis 4, ja, Entschuldigung. Ich, bis 5. Komm, so lange habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das war aber, als du gesagt hast, ich mache bis 22, 23 Uhr. Dann ist 5 Uhr draus geworden. Ja, da habe ich gesagt, ich mache bis 22, 23 Uhr und dann ist bis 5 Uhr draus geworden. Oh, da war es aber auch, da war sie so Atomkraftwerk kurz vorm Schmelzen, wo sie wach geworden ist, wo ich dann ins Bett gekommen bin. Hat sie erstmal nicht geredet mit mir, aber oh, jetzt regnet es endlich. Nächsten Tag. Und deswegen habe ich mir jetzt den geholt. Da kann man auch Wecker stellen, kann man auch verschiedene Helligkeitsstufen machen. Funktioniert super. Also hier sieht man mal mit Uhr. Kann ich auch sagen, also kann ich ganz dunkel das Display machen und hell und ganz hell und kann auch sagen, hier, was weiß ich, um 23 Uhr soll er klingeln, dann klingelt da und so. Also habe ich da dann keine Ausrede mehr, dass ich wirklich regelmäßig, also nicht mehr so lange mache. Und wenn, dann sage ich es vorher, Assassin's Creed, weißt du, das wären so 8, 9 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden Streams, das weißt du schon Bescheid. Dann habe ich mir sowas hier geholt. Das sind hier so Luftpolster-Dinger, die kommen hier rein. Das ist da. Ja, das ist so eine Wasserhängematte. Da kommen dann halt oben diese aufblasbaren Dinger rein. Die muss man dann aufblasen, logischerweise. Da ist auch eine Pumpe mit bei. Und dann liegt man dann im Wasser so drin und der Kopf, der liegt ja dann drauf, die Beine da drüber und das andere ist alles unter Wasser. Oh. Und dann liegt man da wie so in einer Hängematte drin und das soll halt toll sein. Meine Tochter hat das bei einer Freundin schon gesehen, das fand sie toll. Ich habe das ganze Konzept, fand ich, oh, ganz gar nicht mal so schlecht. Und habe gedacht, Mensch, wenn sie bei meiner Oma, bei meiner Mutter im Pool ist oder so, da werdet halt vielleicht entspannt oder Badeanstalt oder wenn wir an den See fahren, weil meine Luftmatratze hat einen Geist auf ihm. Ich hatte noch eine alte Luftmatratze, eine normale Luftmatratze, aber sagen wir mal so, die hält keine Luft mehr. Die ist so porös, die ist auch schon über 10 Jahre alt. Ja, hat sie jetzt einen Geist aufgegeben. Ist halt so. Deswegen, naja, was Neues war auch nicht so, war auch gerade nicht so billig. Hat über 30 Euro gekostet oder knapp 30 Euro gekostet. Ich habe auch wieder Best Body bestellt, weil das ist alle. Das wird aber im nächsten Video kommen, weil das kommt erst in 2-3 Tagen an. Kann ich euch aber schon mal sagen, was ich von Best Body bestellt habe, weil alle geworden ist. Kaktusfeige.
Weil Kaktusfeige könnt ihr auch ohne Sprudelwasser trinken. Grüner Tee Limette ist noch was da. Aber ohne Sprudel schmeckt grüner Tee Limette nicht so toll. Gehst du hoch? Okay. Und was auch geil schmeckt, Apfel-Holunderblüte. Das trinkt meine Tochter gerne, das trinken wir jetzt auch gerade, weil gerade diese säuerliche so ein bisschen bei kaltem Wasser und so und bei Hitze draußen, richtig geil. Richtig, richtig geil. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich fange gleich auch noch an mit dem Fahrradspezial, dass ihr sehen könnt, was wir demnächst anbauen werden. Bis dahin. Haut da rein. Achso, alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.